Ja, erstmal Glückwunsch zum Sieg, Christian. Ich glaube, die erste Halbzeit war noch gut im Spiel. Wir haben, glaube ich, spielitiert, haben es leider verpasst. Und nach 20 Minuten hat man eine Phase mit 3, 4 guten Möglichkeiten von der Linie geholt. Ja, Handspiel, kann man dann noch breit darüber diskutieren heutzutage. Manche halten das, manche nicht. Heute wurde es nicht gepfiffen. Aber ich war zufrieden, wir haben wenig zugelassen. Haben eigentlich schon noch die Angriffe sehr früh abgefangen. Haben schon nicht so viele Chancen wie in den letzten Spielen, weil das hat er sehr gut verteidigt. Hat die Schnittstellen sehr gut zugemacht. Über außen waren wir nicht so gefährlich, die Flanken nicht so zielstrebig, unsere Angriffe nicht so zielstrebig. Und trotzdem waren wir zufrieden. In der zweiten Halbzeit war es doch besser. Wir haben immer noch eine gewisse Kontrolle und trotzdem war es auch da schon. Ja, auch immer wieder gefährliche Angriffe gehabt und da gab es diesen einen gefährlichen Angriff, diesen eine Kontersituation, wo wir früh hochpressen und dann mit einem sehr guten Angriff von Waldhof ja, einfach das 1-0 kassieren. Und dann wurde es am Ende ein bisschen wild, haben nochmal versucht, aber da hat dann Waldhof sehr, sehr gut verteidigt. Wir haben dann über das gesamte Spiel nicht diese klare Linie nach vorne gehabt, haben nicht so viele Chancen rausgespielt wie wir das vielleicht in den letzten Spielen getan haben. Und so gewinnt die Mannschaft, die ein Tor mehr macht. Wir haben in der ersten Halbzeit die Möglichkeit, ein Tor zu machen. In der zweiten haben wir eins kassiert, keins gemacht. Und am Ende braucht man über nichts anderes reden, sondern diese Situation entscheiden dann einfach. Und diese Situation war heute auf der Seite von Waldhof Mannheim. Ich mache meiner Mannschaft keinen großen Vorwurf. Natürlich kann man Dinge besser machen. Da bin ich mit denen gerade im Spiel nach vorne nicht so zufrieden. Und trotzdem haben wir gekämpft, haben alles gegeben, glaube ich, ein gutes Auswärtsspiel gemacht. Dass hier die Trauben hochhängen, haben wir gewusst. Ja, das sagen alleine die Zahlen, dass man dann auch seinen besten Tag haben muss, um hier was zu holen, so ein bisschen Puff zu holen. Das wäre möglich gewesen. Und am Ende hat einfach dieser kleine Tipp gefehlt. Ja, erstmal danke Markus für die Glückwünsche. Ich sehe es ähnlich. Ne? Wiesbaden war erst Halbzeit gut im Spiel. Wir haben es gut verteidigt, defensiv. Und wir sind aber auch oft in diese Räume reingekommen, die wir uns auch vorgestellt haben, gerade gegen die Dreierkette. Ja, nur da hat uns dann im letzten Drittel so ein bisschen die Durchschlagskraft gefehlt, die Überzeugung gefehlt, halt auch mutiger Fußball zu spielen. Und ich fand dann die erste Halbzeit mehr Ballbesitz für Wiesbaden, von den Chancen her ausgeglichen. Quote hatte auch eine gute Möglichkeit in der ersten Halbzeit. Ja, und zweite Halbzeit waren wir dann einfach ein bisschen griffiger, mutiger und auch besser vom Zweikampfverhalten. Und in der Phase, wo wir dann auch besser im Spiel waren, wo wir eigentlich dreimal wechseln wollten, das hat lange gedauert, Gott sei Dank, weil in der Phase spielen wir unseren besten Angriff und die drei, die wir ausgewechselt haben, waren dann alle nochmal dran beteiligt, von hinten flach rausgespielt, gut in die Verlagerung gekommen und dann gut an der Breite freigekriegt und schließt dann überragend ab. Und das sind die entscheidenden Situationen, die du brauchst in so einem Spiel. Ja, jetzt sind wir froh, dass wir mit dem Sieg in die Länderspielpause gehen können, dass wir durchschnaufen können. Aber ich habe es im Vorfeld gesagt, Wiesbaden ist eine Top-Mannschaft in dieser Liga und das wird kein einfaches Unterfangen heute. Und das hat das Spiel auch deutlich gezeigt.